irgendwie die Monsieur Dame il faut cuisinier. Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin, ein Berufsschulbuch für Köche oder das Berufsschulbuch für Köche. Ganz ohne Serifengesetz, der Inhalt meiner Meinung nach teilweise unterirdisch. Es wird trotzdem vorgelesen, es ist das Berufsschulbuch für Köche. Im Kapitel Umwelt- und Verbraucherschutz bin ich angekommen bei 2.3. Verordnung über Lebensmittelhygiene, in Klammern Basishygiene. Das Ganze steht im Teil Einführung. Es geht um Personalhygiene. Als erstes ein Kasten links. Das Verhalten der Menschen entscheidet wesentlich über den Stand der Hygiene innerhalb eines Betriebes. Ist hier rot abgesetzt in dem Kasten. Personalhygiene. Alle Hygienemaßnahmen haben nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn die persönliche Hygiene der Mitarbeiter einwandfrei ist. Das Zitat, dieser Satz aus einem Handbuch der Hygiene macht deutlich, Beschäftigte in Lebensmittelbetrieben, erster Punkt, erhalten eine Erstbelehrung über Hygiene durch das Gesundheitsamt, zweiter Punkt, werden zu Hygienefragen durch den Betrieb geschult, dritter Punkt, müssen übertragbare Krankheiten mal melden, das ist das Problem bei serifenloser Schrift. Vierter Punkt, dürfen mit ansteckenden Krankheiten nicht beschäftigt werden. Dann gibt es hier Personalhygieneregeln links abgesetzt. Erstens, vor Beginn der Arbeit Ringe und Armbanduhr ablegen. Zweitens, vor Beginn der Arbeit und nach dem Gang zur Toilette Hände gründlich waschen. Drittens, beim Husten oder Niesen sich von den Lebensmitteln abwenden. Viertens, Verletzungen, zum Beispiel kleine Schnitte an den Händen, mit wasserundurchlässigem Verband versorgen. Den gibt es nicht, da kann man direkt die Klarsichtfolie nehmen. Fünftens, beim Umgang mit Lebensmitteln ist eine Kopfbedeckung zu tragen. Sechstens, beim Umgang mit Lebensmitteln ist das Rauchen verboten. Hände, Handtuch. Hände sind gefährliche Überträger von Mikroben. Darum muss die persönliche Hygiene besonders beachtet werden. Hände werden unter fließendem warmen Wasser gereinigt. Seife. Seife hilft, den Schmutz zu lösen. Seifenspender müssen mit der gewaschenen Hand nicht mehr berührt werden und verhindern darum die Übertragung von Bakterien. Seifenstücke sollen nicht verwendet werden. Handtücher werden bei der Benutzung feucht und durch Lebensmittelreste verschmutzt. Bei Raumtemperatur bietet das Mikroben nahezu ideale Vermehrungsgelegenheiten. Besonders problematisch sind Gemeinschaftshandtücher, die von mehreren Personen genutzt werden. Sie bergen neben der Möglichkeit der Bakterienvermehrung auch die der Bakterienübertragung von Mensch zu Mensch. Darum hat man andere Möglichkeiten zum Trocknen der Hände geschaffen, Papierhandtücher und Stoffhandtuchspender. Jetzt ein roter Kasten. Übliche Handtücher sind darum eine Gefahr für die Hygiene. Links abgesetzt. Papierhandtücher, steht hier in Blau, sind auch auf der linken Seite, sind saugfähiges Papierhandtücher sind aus saugfähigem Papier und zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Gebrauchte Stücke kommen in den Papierkorb und werden vernichtet. Wie gesagt, es ist serifenlose Schrift, es ist teilweise eine einzige Zumutung, es vorzulesen. Stoffhandtuchspender geben jeweils ein Stück frisches Tuch zur einmaligen Benutzung frei. Gebrauchtes Tuch und unbenutztes Tuch sind voneinander getrennt, sodass Bakterien nicht übertragen werden können. Und dann gibt es jetzt noch Berufskleidung. Berufskleidung mit modernen Waschmitteln ist es zwar möglich, auch bei niederen Temperaturen weiße Wäsche zu erhalten. Weiß ist aber nicht immer hygienisch einwandfrei. Nur bei hoher Temperatur werden die Mikroben getötet. Für Berufswäsche, die ja bei fast allen Nahrungsmittelberufen auch mit
eiweißhaltigen Speiseresten verschmutzt ist, empfiehlt sich darum, die Hauptwäsche bei 95 Grad Celsius durchzuführen. Ich kommentiere den Inhalt dieses Buches an der Stelle nicht. Mit viel Wasser hat man auch immer noch alles weitestgehend keimfrei bekommen. So. Ja, es geht dann weiter mit Produkthygiene, Umgang mit Lebensmitteln. Durch so eine Waschmaschine läuft viel Wasser. Genau.